Hallo allerseits und herzlich willkommen zu der Rezension von Cube. Falls der eine oder andere sich denkt, dieses Coverdesign kommt mir bekannt vor von dem Buch Hologrammatica, dann seid ihr genau auf dem richtigen Pfad. Bei Cube handelt es sich um die Fortsetzung von Hologrammatica. Man kann Cube aber auch lesen, theoretisch, ohne Hologrammatica zu kennen. Ich würde es empfehlen, aber es wird so viel in diesem Buch nochmal erwähnt und es gibt so viel eigenständige Handlungen, dass das jetzt nicht so das Drama ist, wenn ihr es nicht gelesen habt. So, aber worum geht es in Cube? Also grundsätzlich geht es ja bei Hologrammatica und Cube um die Problematisierung von künstlicher Intelligenz. Im Hologrammatica hatte ja die Menschheit so einem Block, der dann Aether genannt wurde, die Aufgabe gestellt, eine Lösung für den Klimawandel zu finden. Also was ganz Leichtes. Der Block hatte vorgeschlagen, dass es ja eine Bevölkerungsdezimierung geben könnte und das würde das Problem lösen. So kam es und dann wurde daraufhin dieser Supercomputer auf eine einsame Insel verbannt. Er hat dort sein Unwesen getrieben und ist quasi wieder ausgebrochen. So, am Ende des ersten Bandes wurde dieser Würfel in die Luft gesprengt. Ob der wirklich zerstört wurde, weiß man nicht. Und an dem Punkt setzt eigentlich Cube an. Also wir erfahren die Geschichte von der künstlichen Intelligenz und wie sie weitergeht. Das Buch hat diesmal ein bisschen andere Hauptfiguren. Also Fran Bittner, den wir schon aus dem ersten Teil Hologrammatica kennen, taucht wieder auf. Immer noch als Agentin für UNAMPI, der Behörde zur Bekämpfung und Entschachhaltung von künstlicher Intelligenz quasi. So. Und dieses Mal ermittelt Fran jemandem hinterher, könnte man sagen, der anscheinend irgendwie auf die Spuren von der Weiterexistenz einer KI gestoßen ist, der dann aber angeschossen wurde und sich an nichts mehr erinnert. Ein weiterer wichtiger Charakter in diesem Buch ist eine Profi-Hologamerin, also die spielt quasi in so einer virtuellen Realität Spiele. Jump'n'Run oder so Teamspiele, Kampfspiele, naja, also eigentlich was es als normale Spiele so jetzt gibt es dann halt auch als Ganzkörper-Selbstspiel-Variante. Bisschen zusammen kommen die ganzen Figuren dann, als es weiter um die Lösung des Descartes-Rätsels geht. Falls ihr euch aus Hologrammatica nicht mehr daran erinnert, das Descartes-Problem ist eigentlich, dass Menschen in ihrem Gefäß, also man kann sein Gehirn einscannen lassen und dann in einen anderen Körper tun, aber man kann da maximal 3 Wochen drin sein, da muss man zurück in den Stammkörper. Und dieses Problem haben anscheinend Leute gelöst. Die Frage ist, haben sie es gelöst? Wenn ja, wie haben sie es gelöst? Und wie kann ich selber an diese Technologie kommen? Und dann kommt es zu einem Spiel, was von so einem super mega reichen Menschen ausgerichtet wird, wo denn unsere ganzen Figuren aufeinandertreffen. Zwischendurch kommt auch nochmal die künstliche Intelligenz Aether vor, weil, Spoiler, Spoiler, hätte sich jetzt niemand gedacht, die KI hat überlebt. Das ist allerdings essentiell für die Handlung, dass die KI überlebt hat und deswegen erwähne ich das an dieser Stelle überhaupt. Genau, und das ist im Prinzip, worum es in Cube geht. Die wichtigste Frage nach, worum geht es in einem Buch, ist ja auch immer, ist dieses Buch denn gut? So sollte ich es lesen. Ich kann euch das nur aus meiner Perspektive beantworten und hoffe, dass ich euch damit helfe. Cube ist eindeutig eher ein Science-Fiction-Buch als Hologrammatica, das war. Es liegt vielleicht daran, dass das Buch nicht größtenteils auf einer einsamen Insel spielt, wo exakt eine Person vorkommt, so, sondern dass es etwas mehr menschliche Interaktion gibt, auch mal so eine Reise ins Weltall, irgendwo beim Neptun und andere crazy Dinge passieren und virtuelle Realität einfach eine viel größere Rolle spielt. Das ist also seinem Genre einfacher zuzuordnen. Das war ganz schön. Ich fand es ganz gut auch, dass man das Buch größtenteils lesen könnte, ohne den ersten Band zu kennen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch immer so, ja, okay, gut, dann hätte man auch vielleicht einfach mal ein ganz anderes alternatives Buch schreiben können. Naja, gut, das ist Geschmackssache. Was mich gestört hat, war, dass die Figuren alle relativ austauschbar waren. Also es war jetzt nicht so, dass die irgendwie eine krasse persönliche Geschichte gehabt hätten, sodass ich mir am Ende des Tages gedacht habe, ja, diese Person musste jetzt in dieser Geschichte sein und das hätte niemand anders sein können. Nee, das Gefühl, dass es wirklich Personen aus Fleisch und Blut wären, die man da liest, kam auch nicht wirklich auf, das waren wirklich mehr HandlungsträgerInnen als echte Charaktere. Und das finde ich immer nicht so cool. Es gab technisch einige Spielereien, mit denen sich Tom Hillenbrand ausgetobt hat. So gerade im Bereich der virtuellen Realität und des Hologame, des Hologame-Spielen, ich glaube, das kann man so sagen.
Puh, das fand ich dann auch immer so, ja, okay, gut, das kann man jetzt so machen. Und der reißt zwar ganz viele technische Sachen an, ohne zu erklären, wie die überhaupt möglich sind, wie sie funktionieren können. Die meisten Science-Fiction-Bücher haben halt einen relativ hohen Technikanteil. Der fällt in Cube im Prinzip, genau wie bei Hologrammatica, ziemlich unter den Tisch. Jedenfalls was die technischen Hintergründe und die mehr oder weniger reale Machbarkeit angeht. So, und deswegen denke ich mir so, schade. Schade, weil es ja auch bei Science-Fiction immer um Technik geht, finde ich. Und das hat mich gestört. Ich fand es ehrlich gesagt auch mit den ganzen Hologaming wahnsinnig langweilig. So, das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich spiele persönlich, außer vielleicht mal einer Partie Solitär oder so, auch nicht so viel. Ansonsten bin ich wirklich ein Mensch der analogen Spiele. Also von Carcassonne über Carnival of Monsters bis zu, keine Ahnung, Dominion oder sowas. Bin ich eigentlich für alles zu begeistern, meinetwegen auch bei Gammon oder Schach. Aber mit diesen virtuellen Spielen hat mich Tom Hildenbrand absolut nicht abgeholt. Ich fand auch nicht, dass das irgendwie spannend beschrieben war. Und dadurch, dass halt auch ganz oft die Figuren selbst erkannt haben, oh, das ist hier ein stereotypes Muster. Ja, also das haben nicht nur die Figuren erkannt, das hat auch ein nicht auf Spiele wirklich spezialisierter Mensch sehr leicht erkannt. Und ich dachte mir so, okay, etwas kreativer hätte man schon sein können, so, weil das schon oft sehr nach Schema F war. Und wenn man sich dieses Mittels zur Darstellung der Geschichte und der Erzählung bedient, dann hätte man das auch mal ein bisschen kreativer ausschmücken können. Abgesehen davon, dass die Figuren, also eher wirklich Figuren als Charaktere waren, die Technik nicht erklärt wird und auch sonst irgendwie viel nach Schema F ablief, hatte ich auch nicht das Gefühl, dass dieses Buch jetzt irgendwie einen gesteigerten Mehrwert nach Hologrammatica hatte. Also es ist im Prinzip dasselbe Problem und Mensch und KI treffen aufeinander und ich meine, die KI ist der Menschheit überlegen, wer hätte das gedacht. So, der Mehrwert dieses Buches erschließt sich mir einfach überhaupt nicht und das fand ich nicht besonders berauschend, das hat mich jetzt nicht überzeugt. Das Buch bleibt oftmals oberflächlich und ich fand es furchtbar, dass das Buch schon einfach mit einer wahnsinnig sexistischen Szene eingestiegen ist. Also, die ersten zwei, drei Sätze sind: ein geiler Arsch rettete Calvary Doyle das Leben. Der geile Arsch zuckelte zusammen mit dem auch nicht üblen Rest die Marylebone Road entlang Richtung Park. Laber, laber, laber. Und wenn ein Buch schon so anfängt, denke ich mir so, was soll das? Also auf der einen Seite hat Hildenbrand einen Charakter drin, Fran Bittner, kennen wir schon aus Hologrammatica, der halt wahnsinnig fluide mit sein, ihrem Geschlecht ist, so weswegen diese Figur essentiell für die Story ist, ohne dass ich das Gefühl hätte, dass es jetzt wirklich hier um die Propagierung positiver, diverser sexueller und geschlechtlicher Identitäten ginge. Sondern dass das mehr so reingenommen wird, weil passt gerade und ist irgendwie fancy und oh mein Gott, vielleicht ist es sogar ein hippes Thema. Und das fand ich dann auch irgendwie nicht so cool und dann fängt es einfach mit so einem Sexismus an. Das fand ich ehrlich gesagt nicht so cool. Grundsätzlich sind die Figuren auch oft sehr stereotyp gehalten, genauso wie die Sachen in den Spielen. Es gibt einmal eine Stelle, da wacht Fran auf und merkt, dass er im Körper der klischeehaften schwarzen Kante ist. Tot ist dann noch die kleine Asiatin, also die kleine sexy Asiatin, und dann gab es noch irgendeine bedeutungslose europäische Figur, keine Ahnung, was da jetzt genau das Kriterium war. Und dann denke ich mir auch so, man kann sich Klischees bedienen, man muss es aber nicht. Niemand zwingt einen dazu. So, und das fand ich wirklich mega, mega nervig. Also warum dieses Buch ein grandioser Thriller sein soll und ein Spiegel-Bestseller, erschließt sich mir an dieser Stelle nicht. Ja, das Buch ist einigermaßen unterhaltsam. Man kann es vom Schreibstil her ganz gut lesen, aber es bleibt oberflächlich, hat keine gescheiten Figuren. Die Handlung ist vom Mehrwert her, wenn man Hologrammatica gelesen hat, extrem beschränkt. So, und das Buch ist teilweise sexistisch. Das sind einige Gründe, die jetzt dafür sorgen, dass ich das Buch nicht so wahnsinnig fantastisch fand. Und deswegen kriegt Cube von mir insgesamt den bronzenen Bücherengel und ich bin mal sehr gespannt. Es liest sich so, als ob da möglicherweise noch ein Teil kommt, weil das Ende gar nicht fast genauso ist wie das von Hologrammatica. Ja, abwarten. Wir bleiben ganz, ganz gespannt. In diesem Sinne,
Bleib fit, munter und gesund und bis zum nächsten Mal.